Tagchen, Freunde, und ganz herzlich willkommen. Wir testen heute The Joy of Creation Reborn, der Alpha-Test oder die Alpha-Demo eines geplanten Indie-Horror-Games. Ja, diese Alpha gibt's kostenlos auf Game Jolt und hat extrem hohe Bewertungen. So, ich gehe mal auf Very High. Und ihr seht es schon, ja, unsere Freunde sind hier am Start aus Five Nights at Freddy's. Unsere lieben Animatronics. Und ich guck mal, es soll nur so ein bisschen ja, zeigen, wie das Spiel später aussehen könnte. Ich weiß nicht, ob man hier schon viel machen kann, aber schauen wir doch einfach mal. Okay, Taschenlampe an, aus. Klicke, die klicke, die klick. Schöne Musik. Okay, wir sind in dieses Haus geflohen vor dem Schiedwetter draußen. Und lass mich raten, es war wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, das zu tun. Wow. Eindeutig zu dunkel hier drin. Und wahrscheinlich müssen wir hier aufpassen, dass... Oh, the fuck ist das denn? Oh, Gott, das Sch- Fuck you! Okay, das machen wir nochmal. Alter! Das war doch Freddy, oder? Freddy persönlich. Kein geringerer als... Okay, wir sollten hier aufpassen. Wahrscheinlich müssen wir auch auf Geräusche achten. Denn man hat seine Schritte... Oh, okay. Oh, man sieht seine Lampe. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, okay. Oh, fuck. Ich höre ihn. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Wie gesagt, das ist noch kein fertiges Spiel und auch keine richtige Demo, sondern ja, nur so ein Roam quasi, dass man schon mal durch das Spiel laufen kann, wie das später so fertig aussehen soll, wenn es denn erscheint. Und wahrscheinlich im fertigen Spiel wird dann auch eine Uhr eingeblendet sein, dass wir ja wieder eine Nacht bis 6 Uhr durchstehen müssen. Nehme ich mal stark an, dass es so kommen wird. Aber jetzt in diesem Test ist das halt alles noch nicht dabei. Und allzu viel werden wir auch nicht machen können. Aber die Atmosphäre, die ist schon mal sehr gut. Ich mache mal meine Taschenlampe an, damit ihr was sehen könnt. Ich weiß nicht, ob der davon angelockt wird. Alter, ist das laut. Da, da ist er. Er wird angelockt vom Licht. Okay, alles klar. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Oh Gott, ich renne, ich renne, ich renne. Oh, fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Okay. Er hat mich aus den Augen verloren. Obwohl er so tolle Augen hat. Alter Verwalter. Ist das geil. Das könnte echt ein sehr würdiger Five Nights at Freddy's Nachfolger werden. Und es ist gleichzeitig, ja, nicht vom Macher des Originals. Oh, fuck! Oh, da ist er. Was macht er da? Hi. Okay, okay, alles klar, schön, okay. Komm, einmal gucken wir noch rein. Das sieht schon mal echt gut aus. Ich nehme an, im fertigen Spiel kann es auch noch sein, dass es dann ein zweites Stockwerk gibt. Und im Moment sieht es auch nur aus, als wäre hier nur Freddy selbst am Start. In dem Teaser-Bildchen sieht man ja auch schon andere Kollegen, die dann wahrscheinlich dann noch in der Endversion dazukommen. Oh, fuck, 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 fuck. Was ich nicht gut finde. Ich habe schon Probleme mit dem alleine. Okay, okay, okay. Ah, das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut.
Es gab ja vom selben, ich weiß nicht, ob es vom selben Entwickler war, auch ein Vorgänger, das hieß nur The Joy of Creation. Das sah optisch so ein bisschen aus, ja, Five Nights at Freddy's 4, eine Mischung und Boogeyman. Habe ich aber selbst nie gespielt. Ich habe nur ein anderes Let's Play gesehen. Und ich habe mich dann auch entschlossen, das nicht zu spielen, weil diese Version extremst verbuggt sein soll. Und die meisten haben gesagt, sie ist schlecht. Ganz anders als diese Version. Die hat echt super Bewertungen auf Game Jolt. Und wie gesagt, könnt ihr euch selber runterladen, diesen Test, kostenlos, vorausgesetzt, ihr habt ein 64-Bit-Windows-System. Denn laut Entwickler läuft das auf 32-Bit-System nicht. Okay, 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 okay. Alter, ist der schnell. Der hat mich gleich. Wo bist du? Uah, fuck you. Alter, da kommt einiges auf uns zu. Da freue ich mich schon drauf. Okay. Licht aus. Ah, fuck. Mann! Hab meine Fährte aufgenommen. Er schnüffelt mich. Verpiss dich, du Arsch. So. Okay, aber sonst können wir bisher wirklich noch nichts machen. Wir können auch keine Türen öffnen. Und wie gesagt, das ist nur eine... ja, eine Möglichkeit, schon mal durch das Level hier zu laufen. Zumindest durch einen Teil des Levels. Aber sonst geht hier momentan noch gar nichts. Aber vom Konzept her gefällt mir das schon mal sehr gut. Und, oh, Hilfe, lauf doch! Bleib doch nicht überall hängen. Das ist eine Kappe. Egal. Hi, 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 hi. Oh, hier auch die Lichteffekte. Die sind echt creepy. Nicht schlecht. Und wie gesagt, falls ihr euch wundert, das unscharfe Bild ist nicht von mir, das ist im Spiel so. Nehmen wir an, das hat der Entwickler absichtlich so als Filter drüber gelegt. Wahrscheinlich, weil wir vom Regen so kaputt gefroren sind, dass wir nicht mehr klar sehen können. Das ist also unsere eigene, ja, Ansicht. Das macht das Ganze noch ein bisschen creepier. Okay, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Und ich lasse mich jetzt mal... na komm. Na komm schon. Na komm schon. Ich trau mich nicht. Ich würde ihn gerne mal... da. Alter, sieht der krass aus. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Mann, bist du blöd. Du siehst mich nicht. Oh. Katz und Maus. Ich kann ihn ja mal verfolgen. Hi. Gut. Lass was gut sein. Es, ja, Konzept gefällt mir sehr gut. Bin gespannt, was da noch kommt und was draus wird. Jetzt schon mal danke fürs Zuschauen bei diesem Alpha-Test von The Joy of Creation Reborn und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao!